So, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ich musste alle Kampfszenen mit den beiden, mit dem Boss, komplett neu machen, mit den ganzen Dialogen. Ich hoffe, ich habe alles so gleich hinbekommen wieder. Das Spiel war komplett weggeschmiert. Hallo, Sie sind? Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Sie haben die Viecher rausgelassen. Ich befolge nur meine Befehle. Binhex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Kälteschlaf. Sie haben ein tausend Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Sie von ihrer Mutter zu trennen, hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Dann müssen wir doch nur die Königin hierher bringen. Nein, das wird leider nicht funktionieren. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Sobald die Reinigung scharf geschaltet ist, müssen wir uns unseren Fluchtweg freikämpfen. Geben Sie uns einen Moment, um zu Atem zu kommen und nachzuladen. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat ihm... Turianer mögen keine Kälte, Shep. Gibt es eigentlich Völker, die Kälte wirklich lieben? Hat sich das je erwähnt? Ich muss mein Blut zum Zirk. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung. Tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Tja. Der hat's hinter sich, ne? Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Wie ist der Status der Einrichtung? Kontaminationsleck im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Werde ich auch noch nicht machen. Ich werde erst vorher speichern, nicht dass ich hier die ganze Station damit töte. Ich probiere es einfach, aber... Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega. Lokale Ausführung. Bestätigt.
Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Boom. Ich sollte vielleicht noch mal mit der Station sprechen, bevor ich hier alles hochjage, oder? Ach, scheiß drauf. Online. Wie kann... Das kann ich leider nicht. Verwaltungsleiter Jaroslav... Aktiviere die Neutronen. Das kann ich leider nicht ohne eine... Der Code lautet... Bestätige. Geht kaputt! Fuck that shit. Da kommt man niemals durch. Niemals! Wie soll das gehen? Tagebuch. Ich melde Sie ab, Commander. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden... Der Code lautet... Bestätigt. So, weiter geht's. Leute. Weiter geht's. Jetzt sollten wir auf jeden Fall nochmal im Tagebuch gucken. Verlassen Sie jetzt die Riftstation mit dem Licht, mit dem Sie hergekommen sind. Ich werde dem Captain aber vorhin noch Bescheid sagen. Wissenschaftlichen Station, ja. Oder? Leute, wir gehen da nochmal hin. Ich will mir gerade sicher gehen, dass ich die nicht umgebracht habe. Ren Shepard, derweil erzähle ich einen Schwenk aus meiner Geschichte. Was habt ihr früher für Dummheiten gemacht? Okay, man kann einfach mal nicht zurück. Okay.
Gut, dann haben wir anscheinend die komplette Zivilbevölkerung hier hingerichtet. Nehme ich an. Unschön. Wollte ich nicht. Sorry. Ups. Aber Fehler passieren ja, ne? So. Zug. Ja, auf in den Zug. Auf in den Zug. Auf in den Zug. Zurück auf die Novaria eigentlich. Aber wir werden den ganzen Weg zurücklaufen müssen, ne? Ja, Spiel. Gut gemacht. In die Ecke. Schäm dich. Er sieht so lustig aus. Mit seinem Schwänzchen. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Novaria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Novaria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Ja. War doch alles in Ordnung. War doch alles in Ordnung. Wir reden auf jeden Fall nochmal mit der Crew. Tudüm. Und nach unten. Erstmal mit Kaiden sprechen. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Okay, sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Ist es fraglich, wie sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen.
Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Brauchen Sie was, Commander? Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens. Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Ich schätze, wir sind diejenigen, die es Dr. Zoni sagen müssen. Das wird aber ein ziemlicher Hammer für Sie. Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Hatten wir aber nicht. Die Option hatten wir nicht. Ich hätte es auch bevorzugt, ganz ehrlich. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Wie die Werbung so schön sagt. Alter, wir haben so eine ungesunde Körperhaltung. Aber sehr authentisch. Warum habe ich auf einmal Ladezeiten? Wo kommen die her? Ich hatte sonst nie Ladezeiten. Nehmen wir mit Rex. Rex wird mich erstmal ans Bein pinkeln. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar extra Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Bis dann, Rex. Shepard. Okay. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Sie mögen zwar nicht der Allianz dienen, Chief, aber Sie sind Verbündete. Zumindest soweit es Saren betrifft. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Ich werde Sie nicht die ganze Reise über in Stasis-Kammern sperren, Williams. Aber es wäre mir lieber, wenn Sie keinen Zugang zum Maschinenraum und zur Brücke hätten. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Dass man seinen Mann stehen kann, heißt noch lange nicht, dass man es allein tun muss. Ich denke, wir sollten mögliche Verbündete nicht abweisen. Ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie auch Verbündete bleiben. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Ich denke nicht, dass es so kommen muss. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft,
dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Sie scheinen da eine feste Überzeugung zu haben, Williams. Wie kommt das? Meine Familie verteidigt die Allianz schon seit ihrer Gründung. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Redneck-Schlampe. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Würden Sie jeden küssen, wenn ich es Ihnen befehle? Hängt ganz davon ab, Sir. Wenn Sie mir befehlen, einen vorgesetzten Offizier zu küssen, dann würde ich damit die Regeln in Bezug auf die Verbrüderung brechen. Und so wäre es ein illegaler Befehl. Ich müsste mich weigern und Sie Ihres Kommandos entheben. Sir. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Sie waren gefährlich. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Wenn wir diese Asari-Wissenschaftlerin abholen, müssen wir ihr sagen, dass wir ihre Mutter getötet haben. Das wird nicht einfach. Ich wollte es nur erwähnen. Wie lautet deine Meinung? Du meinst die Rachni. Sie war das... Ich denke, wenn... Ich wollte es nur erwähnen. Wir unterhalten uns später. Ich freue mich schon darauf, Sir. Commander? Okay, wir können anscheinend nicht mehr machen. Schade. Ich freue mich schon darauf, Sir. Ach, Ashley. Garrus noch. Commander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Zitadell-Sicherheit. Er war einer der Besten. Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Das ist hart, aber man sollte doch annehmen, dass er beeindruckt ist, dass sie Saren verfolgen. Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadell-Sicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Sie hätten ein Spectre werden können. Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können, aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich kann seine Besorgnis sogar verstehen. Können Sie das? Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen, den Regeln der Zitadell-Sicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Nur weil sie die Regeln brechen können, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Ich muss mich nicht auf Sarens Ebene begeben, um ihn aufzuhalten. Und Sie müssen es auch nicht, Garrus. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich werde darüber nachdenken. Danke, Commander. Immer wieder gerne. So, und dann haben wir eigentlich fast alle. Ich würde sagen, in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.